Wir stehen vor unserer Vision eines neuen Flugabwehrsystems, das ein Mix von Rohrwaffen und Lenkwaffen beinhaltet und ein Showcase darstellt, was alles bei Rheinmetall in einem Haus zusammengefunden hat. Wir haben Rosie, ein System für Selbstvernebelung. Wir haben von Rheinmetall Italia Sensoren. Wir haben von Rheinmetall Bremen Sensoren an Bord. Wir haben die Kanone von Rheinmetall Air Defense in Zürich. Und Rheinmetall Protections hat uns geholfen, diesen Turm so auszulegen, dass er auch wichtige Schutzklassen erfüllt. Unsere Vision sozusagen war, ein autonomes Fahrzeug herzustellen, das auf der einen Seite im Verbund mit Führungssystemen eingesetzt werden kann, aber auch autonom agieren kann, sich seine eigene Luftlage darstellen lassen kann und dann auch mit den geeigneten Effektoren zu agieren. Uns war sehr, sehr wichtig, eine Balance zu schaffen. Das bedeutet, wir wollten die Sensoren und die Effektoren aufeinander abstimmen, damit nicht einer Überhand gewinnt, aber damit die nötigsten Funktionen erfüllt werden. Durch den Einsatz einer 30 mm Kanone erreichen wir eine Kongruenz mit der Munition von schon eingeführten Systemen, wie zum Beispiel dem Puma Schützenpanzer. Aber wir erreichen auch mit dem Mix mit Lenkwaffen, dass wir fast keine innere Toddistanz mehr haben. Die Waffe, die Rohrwaffe, erlaubt uns einen Einsatz eigentlich von 0 Metern bis etwa 2000 Meter. Wir haben eine Elevation von 85 Grad, 1200 Schuss pro Minute. Und durch den Einsatz unserer Airburst-Technologie können wir jeden Schuss, und das sind immerhin 16 pro Sekunde, einzeln tempieren, dass die Subprojektile vor dem Luftziel ausgestoßen werden. Dadurch erreichen wir eine sehr hohe Treffwahrscheinlichkeit gegen kleinste und wendige Flugziele. Nach 2000 Meter sinkt die Treffwahrscheinlichkeit, bedingt durch die Prädiktion und die Ballistik. Das ist Physik, da können wir nicht sehr viel machen. Aber dann übernimmt eigentlich die Lenkwaffe, die meistens eine innere Toddistanz von 800 bis 1200 Meter hat. Und die Lenkwaffe, da sind wir sehr offen, das hängt auch ein bisschen davon ab, was schon im Lager ist. Aber die klassischen Short-Range-Lenkwaffen können eigentlich eingebaut werden. Wir haben ein 360-Grad-Radar-System an Bord mit modernsten AESA-Radarpanelen. Wir haben auch ein FIRS, das ist ein passiver Infrarotsensor, der konstant eigentlich den Luftraum absucht und völlig passiv warnt, falls ein Luftziel erscheint. Die Bedienung ist relativ einfach gestaltet. Wir haben das Führungssystem SkyMaster im Fahrzeug, dort sitzt der Kommandant. Der wird unterstützt durch AI-Algorithmen bei der Zielklassifikation. Der übergibt dann ein Ziel an den Schützen. Der sitzt auf einer Geschützkonsole, die innen drin ist, und dann die zwei mit dem Fahrer zusammen bilden eigentlich die Besatzung. Auf der rechten Seite sitzt der Kommandant vor dem SkyMaster-Bildschirm und bekommt die Luftlage dargestellt, entweder durch seine Sensoren oder durch höher geordnete Führungssysteme. Ich werde jetzt dem Schützen ein Ziel übergeben, dass er erkennen kann, was es ist. Takeover. Der Schütze übernimmt jetzt das Ziel. Er klassifiziert es jetzt als feindlich. Auf meinem System habe ich jetzt, dass es ein feindliches Ziel ist. Engage. Der Schütze beginnt jetzt die Bekämpfung, wenn die Reichweite optimal ist. Er wird nachher das Ziel direkt im eigenen System verfolgen, damit ich weitere Ziele zuordnen kann. 3 Kilometer, I'll take over. Jetzt übernimmt er lokal und leitet die Bekämpfung ein. Fire. Target destroyed. Take over next target. Engage. Identified drone. Hostile. 2.7 kilometers. Engage. Take over. Man sieht, dass kleine Drohnen, kleine Leute in der Mission. Fire.
Und das Ziel ist zerstört. Mission erfüllt. Das nächste Ziel. Target drone, hostile. Engage. 2.8 kilometers, take over. Fire. Target destroyed. Mission accomplished. Thank you very much. Wir haben im Gegensatz zum klassischen Gepard nur eine Kanone, nicht zwei. Das können wir uns erlauben, weil wir bei der Revolverkanone eine Kadenz haben, die den zwei Kanonen in Gepard gleichkommt mit einer Waffe. Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Waffe haben wir heute so im Griff, dass die Redundanz eigentlich nicht nötig ist von zwei Waffen. Es erlaubt uns auch natürlich einen relativ eleganten und schmalen Turm zu machen. Ein Gepard-Turm wiegt ja zwischen 11 und 13 Tonnen. Wir sind etwa bei 3,5, je nach Schutzklasse. Was sehr wichtig ist, es ist ein Remote-Control-Turm, aber wir haben eine Luke. Das ist eigentlich einzigartig auf der Welt. Das erlaubt natürlich, dass die Besatzung zum einen rausschauen kann, was bei der Flugabwehr nicht ganz unwichtig ist, und des Weiteren auch im Notfall die Waffe entpannen könnte und oder natürlich auch im Notfall das Fahrzeug verlassen kann durch die Luke, was auch ein sehr hoher Sicherheitsaspekt darstellt. Wir sind daran. Jetzt die Kanone ist schon verkauft worden an gewisse Kunden. Wir haben verschiedene Entwicklungsschritte, die wir noch vollenden, aber das System ist an sich schon jetzt sehr, sehr weit ausgegoren, ist schon in Teilsystemen in der erweiterten Prüfung, und wir arbeiten jetzt daran, die ersten so Vorserienmodelle zu gestalten, damit wir auch mehr Einsatzerfahrung gewinnen können. Und natürlich, das ist der Vorteil, wir bauen auf mehr als 80 Jahren Flugabwehrerfahrung bei Rheinmetall. Und in dem Sinn, wir haben eigentlich die besten Ingenieure, die aus verschiedensten Blickwinkel das Problem seit Jahrzehnten studieren. Und das ist jetzt unsere Lösung für heute, die wirklich die modernen, klassischen Bedrohungen wie Loitering Ammunition, die ja heute schon fast in jedem Gefecht vorkommen, effektiv auch im Sturzflug bekämpfen können. Gerade Thema Top Attack, Zenitfähigkeit ist hier an sich weitgehend gegeben. Das Fahrzeug selber ist ein Boxer. Das hat natürlich gewisse Vorteile bezüglich dem Missionsmodul. Es ist natürlich ein klassisches Produkt, das auch sehr ausgereift ist. Und was Sie heute nicht miterleben, es ist ein sehr heißer Tag, es ist ein sehr schönes Fahrzeug und es spendet auch sehr viel Schatten, was für uns, die heute eigentlich beim Fahrzeug stehen, nicht ganz unwichtig ist.